Es ist Freitag und das bedeutet, das neue Gratisspiel im Epic Games Store für die nächste Woche steht an. Heißt es eigentlich immer bei uns am Freitag. Diese Woche dachte sich Epic aber, Überraschung, und hat ein Mystery-Spiel für die nächste Woche angekündigt. Das bedeutet, dass sie das neue Gratis-Game erst zum Erscheinen, wenn man sich's runterladen kann, nächste Woche verraten. Und deswegen verpacken wir unser Video zu den Epic Games Gratis-Spielen in dieser Woche mal ein bisschen anders, denn wir können aktuell nur spekulieren, was auf euch warten könnte. Diese Methode haben sie nämlich bereits in der Vergangenheit angewendet. Vor ziemlich genau einem Jahr im Mai 2020 ploppte nämlich ebenfalls schon mal ein Mystery-Spiel auf, mit dem uns Epic auf die Folter gespannt hat. Und das Warten hat sich damals gelohnt. Am Ende hauten sie nämlich GTA 5 kostenlos für alle raus. Die Chance auf einen großen Blockbuster-Titel ist also hoch und vor allem auch auf mehrere. GTA 5 war damals nämlich nicht der einzige Hochkaräter. In den folgenden Wochen kamen dann noch Civilization 6, Borderlands, The Handsome Collection und Ark Survival Evolved. Aber was könnte diesmal hinter der mysteriösen Wand lauern? Das ist natürlich reine Spekulation und auch die Gerüchteküche ist noch nicht so richtig warm gelaufen, ist sie noch nicht so richtig sicher. Deswegen können wir ebenfalls nur spekulieren, aber wir würden Borderlands 3 als realistisch ansehen. Das Spiel hat mittlerweile schon fast 2 Jahre auf dem Buckel, kostet in Sales nur noch so um die 20 Euro oder weniger und es hat eine enge Verbindung zu Epic. Es war nämlich eines der großen Blockbuster-Spiele, die Epic-exklusiv verfügbar waren zu Release und für das sie auch einiges springen haben lassen. In einem internen Dokument kam nämlich erst letztens heraus, dass Epic 146 Millionen Dollar für den Deal an 2K und Gearbox gezahlt hat. Vielleicht ja auch mit einer Option auf ein Epic Games Gratis-Spiel. Das ist aber natürlich nur reine Spekulation. Die Geheimhaltung bei Epic funktioniert diesmal sehr gut. GTA 5 im letzten Jahr wurde nämlich schon sehr, sehr weit vorher geleakt. Welches Spiel es am Ende wirklich wird und ob es der Startschuss für eine Reihe an Gratis-Blockbustern wird, das werden wir nächste Woche Donnerstag um 17 Uhr herausfinden. Bis dahin könnt ihr euch noch das aktuelle Gratis-Spiel sichern. The Lion's Song ist ein kleines Abenteuerspiel, das euch ins frühe 20. Jahrhundert in Österreich schmeißt. Da erlebt ihr die Geschichte einer Gruppe von Künstlern und Wissenschaftlern, die den Vorabend vor dem Ersten Weltkrieg erleben. Dabei spielt ihr die Geschichten von unterschiedlichen Charakteren, die sich dann miteinander verweben. Zu einer durchaus unterhaltsamen Story. Noch mehr Infos findet ihr in unserem Video von letzter Woche. Das findet ihr in der Endcard. Welches Spiel vermutet ihr denn hinter dem Mystery Game im Epic Store? Schreibt's doch mal in die Kommentare und spekuliert fleißig mit. Über ein Abo und ein Like freuen wir uns natürlich auch sehr. Und für alle weiteren News, checkt pcgames.de.